Hallo, ich bin Karina Becker. Hallo, ich bin Gülcan Kaya und wir sind die Schulsprecherinnen. Unsere Aufgabe ist, für die Schülerinnen und Schüler da zu sein, Feste und Veranstaltungen zu planen und zu organisieren und für die Schule gut zu vertreten. Zwei Ideen, die wir uns überlegt haben. Ein Tag der Kulturen, da bringt jeder Schüler ein Getränk oder eine Speise aus seinem Herkunftsland mit und da lernt man auch besser die Kulturen kennen. Und ein Picknick im Schulgarten, wo jeder Schüler eine Sache mitbringt, die Klassen sich treffen und mit Freundschaften geschlossen werden können. Das Witzige ist, dass unsere beiden großen Schwestern vor 2 Jahren auch Schülersprecherinnen waren. Außerdem gehen wir in die gleiche Klasse. Jetzt interviewen wir unsere Klassenkameradin Anna, denn sie hat letztes Jahr bei dem Redewettbewerb Sachs Multi mitgemacht und hat gewonnen. Hallo, ich heiße Anastasia Schulmanatz, ich bin 14 Jahre alt und gehe in die 4E. Ich habe letztes Jahr beim Sachs Multi Redewettbewerb mitgemacht und gewonnen. Zdravo, ja se zovem Anastasija Šlimanac, imam 14 godina i idem u razred 4E. Ja sam prošle godine učestvovala u takmičenju Sachs Multi i pobedila sam. Was versteht man unter Sachs Multi? Sachs Multi ist ein Redewettbewerb, wo man eine Rede auf Deutsch und auf seiner Muttersprache präsentiert. Es gibt mehrere Themen, davon muss man eine auswählen und eine Rede absolvieren. Wie hast du dich gefühlt, als du deine erste Rede präsentiert hast? Also, ich war nervös, aber ich wusste, ich werde es schaffen. Was waren deine Gedanken, als du gewonnen hast? Ich war sehr überrascht, weil ich wusste, dass es viele gute und viele tolle Reden gab. Aber ich war sehr stolz auf mich. Hast du es erwartet, dass du gewinnst? Nein, ich habe es nicht erwartet, aber ich habe immer, positiv gedacht und habe mein Ziel verfolgt.